Ist doch egal, dann mach ich's alleine. Ich pass. Aber echt, jetzt, sie hat doch ab im. Die Soldaten im Abwasserkanal müssen da ja oft Sachen reparieren. Ist nicht klar, dass man dann einen Abwasserkanal machen müsste. Egal. Jetzt müssen wir halt alleine schaffen. Wir können es. Ja. Ihr gebt mir ja genug Kraft durch euer Zuschauen. Ja so, pro Abonnenten werde ich stärker. Wow, dann müsste ich ja theoretisch, brauche ja sehr viele Abonnenten, um das Spiel durchzuspielen. Ja, was erzähle ich jetzt? Ich erzähle, dass der Himmel blau ist. Ne, jetzt ist er dunkelblau. Und wen es interessiert, bei mir ist es schon. Ich hab die Zeit vergessen. Kann ich mein Pet füttern schnell? Schon. Ich überlege. Keine Angst, Manuel überlegt. Kann er zwar nicht, weil er es nicht in der Schule gelernt hat, aber er überlegt. Auf der Uhr steht der 21.48 Uhr, aber bei mir soll es jetzt halt noch 21 Uhr, nicht 21 Uhr sein, sondern 20.50 Uhr, weil die Uhr nicht stimmt. Ja. Ja. Ach ja, ich habe auf Els Welt gelesen, kann ja mal sagen, dass jetzt halt auch bald wieder so ein Dungeon kommen soll mit einem Drachen drin, irgendwie sowas. Ich war, als das letzte Mal war, da war ich ja, habe ich ja noch nicht gespielt. Ich habe erst vor den Sommerferien angefangen. Ja, erst ist ja nur so 3 Monate her oder so. Ist ja nicht. Egal, jedenfalls da habe ich, jedenfalls soll da jetzt ja ein neues Event, glaube ich, kommen oder sowas. Nee, das soll ja dann, ich glaube, das war im Februar erst. Egal. Ich kann auf den dritten Klassenwechsel nicht mehr warten, um ehrlich zu sein. Ich hatte auch mal überlegt, dass ich das Let's Play so lange pausiere, bis der dritte Klassenwechsel raus ist, um mit Eve den dritten zu machen. Allerdings, ich mag Nasoth Nemesis am Ende dann noch lieber, weil, ja und so. Ich weiß ja nicht, warum ich Nasoth Nemesis lieber mag, aber ist halt so. Vielleicht liegt es an dem Skill, Passiv-Skill Thron der Königin. Vielleicht frage ich mich auch gerade, was ich brauche. Ich brauche einen Wartungsmaulschlüssel. Kleiner Soldat, okay. Boah, Kopfschmerzen. Ich wollte es schnell machen für euch. Das war doch jetzt schneller. Bisschen halt gut. So viel Heilung brauche ich gar nicht, obwohl ich ja auch noch. Jedenfalls, ja, haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Mit einem schwarzen Loch. Ja. Das ist ja so überhaupt nicht eine starke Attacke. Was denkt ihr aber bei Chang, das stärker ist? Kaladbolgs Schmerz oder Irrer Kanonenwüter? Oder ich hau dir gleich in die Fresse, weil du so dämlich bist, du Robowächter. Nee, das ist kein Angriff, aber. Robowächter nerven halt. Muss ich verstehen. Ja, aber welchen denkt, findet ihr das besser ist? Weil, würde mich schon mal interessieren. Weil ich habe jetzt im Kala. Moment. Ich habe jetzt im Kala-Block Schmerz Moment drin. Nee, ich habe jetzt im Moment Kala-Block Schmerz drin. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was besser ist. Also, was ihr denkt, das besser ist. Weil ich glaube nämlich, dass Kanonenhüter teilweise schon mehr Schaden macht. Wenn man mal schaut. Weil. Er macht öfter, aber ich weiß ja nicht. Dafür muss man ja auch Kanonenkugeln voll haben. Und, ja, wenn man Glück hat, Machtboost auch noch aktiviert haben. Ungefähr so. Ja, genau so. Seht ihr, wir hatten sogar Rückstoß. So stark ist unsere Attacke. Und wir sollen eine Nase und nehmen, es ist am Ende werden. Na toll. Ja, eigentlich mache ich die Kombo die ganze Zeit, wenn es euch auffällt. Ja, aber schaut mal, ich mache eigentlich die ganze Zeit so.
Ja, so größtenteils schon. Ich bin inzwischen schon. Wann? Wieso stoppt mir die ganze Zeit die Aufnahmen? Ich habe jetzt schon Angst, wie es am Ende aussehen wird. Ich will jetzt schon gar nicht mehr sehen, was ich am Ende übrig habe von meiner Aufnahme. Ich tue mich 1000 Millionen Mal jetzt schon dafür entschuldigen, wenn am Ende nur die Hälfte fehlt, weil ich, bei mir wird es auf einmal nicht angezeigt, weil auf einmal sehe ich da, ich schaue links oben, ach, hat auf einmal gestoppt, kein nichts mehr. Toll. So, echt super, nicht wahr? Also, falls ihr ein Aufnahmeprogramm habt, wo nicht unbedingt nach 10 Minuten dann einfach aufhört, bitte schreibt mir in die Kommentare, es wäre sau nützlich. Ist was von. Also, einfach reinschreiben. Weil dann habt möglichst kostenlos, und wenn nicht, wenn ich keins finde, kein gutes, was so, dann werde ich überlegen, ob ich mir ein Flex-Rund kaufe. Ja, ich kaufe mir dann wahrscheinlich. Weil ich wahrscheinlich noch länger Let's Plays machen werde. Ich werde jetzt gleich die Aufnahme dessen aufhören. Ja, abbrechen. Lösche ich einfach mal wieder Folgen, die ich jetzt gerade gemacht habe. Habe ich ja nur so sehr viel Spielverlauf dann weg. Würde ja niemand interessieren. Und jetzt kommt auf einmal gleich Ding! Aufnahme hat gestoppt. Oder wenn ich Elsword schließe. Egal. Falls ihr keins findet, kein gutes für mich habt, das kostenlos ist, werde ich mir selbst wahrscheinlich fragen, ob ich mir kaufen darf. Ich habe eine Idee, ich wünsche mir zu Weihnachten. Liebes Christkind, ich wünsche mir zu Weihnachten Fraps, damit ich bessere Let's Plays machen kann. Hört hier irgendwie Idiot an. Nein! Die Ambrosoldaten habe ich irgendwie lange im Blick. Nein! Dürfte ich auch mal angreifen? Selber schuld! Die Gegner nerven mich langsam irgendwie. Mich nervt auch, dass ich jetzt nicht weiß, wie lange ich das andere überzogen hatte. Obwohl wir versuchen, bei der nächsten ein anderes Pferd zu nehmen, weil ich hatte mir eins runtergeladen, allerdings muss ich mal schauen, weil das stimmt irgendwas nicht. Aber falls ihr ein besseres habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Um die Qualität des Let's Plays anzuheben. Wir haben nämlich keine Qualität bei unserem Let's Play. Kein bisschen dadurch, dass ich rede. Also dadurch, dass ich rede, ist das Let's Play schlechter, nur so. Aber irgendwie kommt mir gar nicht so vor, als würde ich Let's Play machen. Ihr so was. Ich rede mit meinem Computer. Ich bin ein Idiot, der mit seinem Computer redet, kommt mir irgendwie vor. Ja, aber wirklich, ich denke eher noch, ich bin einer, der einfach nur aus Langeweile mit seinem Computer redet und irgendein Spiel spielt. Und am besten verhält sich dann Aufnahme zu stoppen, wenn ich jetzt aufhöre gleich. Und dann, oh Mist, düftet ihr. Ja, dann stelle ich es einfach mit nach oben. Und dann werdet ihr eine Wahrheit kennen. Und zwar, dass ich auf YouTube bin. Wenn er nicht kommen will, dann kommen wir. Er hat Angst. Seht ihr das? Er läuft davon. Mehr. Oh. Hätten wir stärkeren Angriff, dann hätten wir mehr Schaden gemacht. Und wer ist daran schuld? Ja, wir müssen uns rächen. Ja, rächen. Das ist unverschämt. Besiegt. Gut, Level up. Mehr Energie. Und ich mach gleich Push. Komm schon. Egal, Skype. Ich eigentlich immer an, wie viel ich gekriegt habe und was für mich da noch alles steht. Ich schaue mir das ehrlich dann nicht an.
Ja, das ist der Maulschlüssel. Überbrückungsmaterial hast du auch? Gut, lass mich mal machen. Hier und hier. Ha, der Code der Rächerin läuft. Ich bin gut, was? Ich habe übrigens ein altes Buch gefunden, während du unterwegs warst. Der Code Nasenbrecherin ist offenbar sehr zerstörerischer Antriebscode. Nur eine kleine Minderheit der antiken Nasos trägt diesen Code in sich. Das macht dich zu etwas ganz Besonderem, Efe. Der Rest des Buches liest sich allerdings nicht mehr so schön. Diese wenigen Nasos wurden geschaffen, um die gesamte Welt zu zerstören. Punkt, Punkt. Nächste Zeile. Punkt. Das ist dämlich. Ah, du bist doch nicht das. Aber so bist du doch nicht, oder? Ich meine, das wirst du nicht tun, richtig? Oh je, was habe ich getan? Ja, du hast die Menschheit zerstört. Beziehungsweise Elschottheit. Beziehungsweise ich nehme jetzt noch die Quest an und danach kriegen wir unser Ding endlich. Hast du darüber nachgedacht, dass du nun eine Zerstörungsmaschine bist? Ja? Und du wirst die Erde nicht vernichten? Puh, da bin ich aber erleichtert. Aber du bist nicht deshalb zu mir gekommen, oder? Dein Code läuft nicht richtig? Oh, aber die Schaltkreise sind in Ordnung. Lass mich mal überlegen. Der Code verbessert deine Zerstörungsfähigkeit. Vielleicht solltest du etwas zerstören, herumschreien oder im Kreis rennen. Im Kreis rennen. Ich werde mir merken. Nein, das wäre zu wenig. Entferne dich am besten ein wenig vom Dorf, damit du nicht aus Versehen einen von uns triffst. Und dann lass alles raus. Geh an deine Grenzen. Okay, wir rennen jetzt im Kreis. Und mit dem im Kreis rennen verabschiede ich mich für die Aufnahmesession. Hoffe, ihr schaut mir das nächste Mal wieder zu. Und dann ciao, ciao!